Ja, die allgemeine Impfpflicht wird also kommen. Das hat der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Bund-Länder-Treffen klargemacht. Noch in diesem Jahr soll der Antrag im Bundestag eingebracht werden. Ja, und bei einem weiteren Treffen dann am Morgen zwischen Merkel, Scholz und den 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sollen konkrete Maßnahmen für die nächsten Wochen beschlossen werden. Noch sind Stadionbesuche und Sportveranstaltungen mit Zuschauern erlaubt, wie hier am Abend beim Handball in Berlin. Doch wenn es nach Bund und Ländern geht, könnte sich das bald wieder ändern. Geisterspiele, also leere Hallen und Stadien ohne Zuschauer. Eine der Ideen, um die Corona-Lage wieder in den Griff zu bekommen. Die Meinungen unter den Fans gehen auseinander. Das fände ich sehr schade, weil zum einen wird ja den Spielern die Freude am Spiel genommen und den Zuschauern auch die Freude am Sport. Im Interesse, dass wir irgendwann aus der Pandemie rauskommen, wäre es sicherlich gut, mal wieder zuzumachen und es ohne Zuschauer zu machen. Der Bund-Länder-Mini-Gipfel brachte zwar keine konkreten Beschlüsse, dafür habe man nun eine gemeinsame Linie gefunden, die beim anstehenden Schaltgespräch am Donnerstag in Maßnahmen gegossen werden soll. Zum Beispiel, dass wir insbesondere für Ungeimpfte deutlich, um nicht zu sagen drastische Einschränkungen brauchen. Sie sind immer noch der wesentliche Grund für das Infektionsgeschehen. Und es sind immer noch zu viele Menschen ungeimpft. Auch deshalb sind sich Bund und Länder einig, die allgemeine Impfpflicht für alle muss kommen. Und so fordert der baldige Kanzler Olaf Scholz dafür zeitnah, ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Mein Vorschlag ist ja, dass der Zeitpunkt, bis zu dem dann jeder und jede sich hat impfen lassen, auch nicht allzu fern liegt. Also mein Vorschlag Anfang Februar oder Anfang März. Und das heißt, es muss auch jetzt bald losgehen. Und so bleibt ein deutschlandweiter Weihnachtslockdown also zunächst aus. Stattdessen sollen die Länder einen rechtlichen Rahmen bekommen und so nur lokal Maßnahmen ergreifen können. Es braucht jetzt nicht eine Kontaktbeschränkung über alles in ganz Deutschland. Aber es braucht in den Ländern, die eine so besondere Lage haben wie wir, eben wirklich auch die Instrumente. Heute wollen die Länder zunächst für sich beraten. Morgen will man dann bei einer erneuten Konferenz mit der Bundeskanzlerin konkrete Beschlüsse fassen. Ja, schauen wir auf die aktuelle Corona-Lage an diesem Mittwochmorgen und damit zu Michael Wöhlenweber vor dem Kanzleramt. Guten Morgen, Michael. Michael, wir haben es ja gehört, Olaf Scholz will also die Impfpflicht im Parlament dann zur Gewissensfrage machen. Heißt, die Abgeordneten sollen frei entscheiden. Ist das jetzt, ich sag mal, eine symbolische Geste oder macht das tatsächlich einen Unterschied? Also ich glaube schon, dass das einen Unterschied tatsächlich macht in der Kommunikation. Das zeigt nämlich dann am Ende, dass wenn es zu dieser Impfpflicht kommen sollte und danach sieht es ja tatsächlich aus, wenn man die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen betrachtet, dass der ein oder andere Ministerpräsident umgefallen ist, einer nach dem anderen und sich jetzt ja ebenfalls für eine Impfpflicht stark macht und auch bei den Abgeordneten ist die Stimmung ja ähnlich, dass man dann, wenn wirklich gemeinsam entschieden wird, über die Ampelfraktionen hinaus auch die CDU/CSU ins Boot geholt wird, womöglich auch große Teile der Linken, dass da, ich sag mal so, ein Wille dokumentiert wird, der vielleicht dann auch eher akzeptiert wird, weil man steht ja eigentlich im Wort, es soll keine Impfpflicht geben. Das hat man versprochen und das wird jetzt einkassiert. Warum wird es einkassiert? Ja, weil sich die Herangehensweise und die Denke verändert hat. Zum einen ist die Pandemie offensichtlich stärker, als man dachte jetzt im Herbst. Damit hat man nicht gerechnet. Zudem ist eine Hoffnung zerstorben, dass sich mehr Menschen impfen lassen, womit man die Pandemie dann besser in den Griff bekommen könnte, um jetzt das Gemeinwohl zu stärken für uns alle. Jetzt also dieser Umdenkungsprozess, jetzt diese Impfpflicht und jetzt das Freigeben dann der Abstimmung im Bundestag, um da möglichst viel Zustimmung am Ende zu generieren. Michael, es sind doch aber nur Trippelschritte, muss man doch so sagen. Gestern also die ersten Gespräche zwischen Bund und Ländern. Morgen soll es ein erneutes Treffen geben. Also was kommt denn jetzt auf uns zu? Das hätte man uns doch schon gestern sagen können. Naja, diejenigen, die jetzt sagen, Trippelschritte, das sind natürlich diejenigen, Carsten, die sich für viel stärkere Maßnahmen stark machen. Und das ist halt umstritten, ob das jetzt das Zielführende ist. Gestern hat man sozusagen den Pfad
definiert, auf dem man sich bewegen möchte. Und das wird jetzt dann noch am Donnerstag beschlussfähig zu Papier gebracht. Da muss das ein oder andere dann durchdekliniert werden noch. Und wie man das dann formuliert und was genau dann am Ende gelten soll, nehmen wir einfach nur ein einfaches Beispiel, zum Beispiel Geisterspiele bei der Bundesliga. Da gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten drüber bei den Ministerpräsidenten. Aber was ganz konkret kommt, haben wir natürlich auch, oder kommen soll, haben wir natürlich auch zusammengefasst.